Check, check. So, Brösterchen. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Sebastian und das ist Steffi. Genau. Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal Mr. Handwerk für alle Neulinge. Heute geht es um ein Mini-Teich mit inklusive kleinen Brunnen, würde ich sagen. Genau, da steht da schon. Und wie ihr das machen könnt, worauf ihr achten müsst, was ihr für Pflanzen braucht, was für ein Gefäß, was für eine Pumpe und. Das zeigen wir euch heute alles in diesem Video. Bleibt dran. Bis gleich. Bis gleich. Sehr lecker, Steffi. Da hast du was Besonderes reingetan. Na, da kommen wir später nochmal drauf. Wir wollen einen Mini-Teich bauen, einen kleinen Springbrunnen. Was brauchen wir als allererstes? Ein Gefäß, ne? Richtig. Wir haben uns in diesem Fall für ein cooles Weinfass entschieden. Ein Viertel im Prinzip der Boden. Und die gibt es überall zu kaufen. Online haben wir das jetzt ergattert bei einem richtigen Weinfasshandel, der richtig damit arbeitet und das auch restauriert und aufarbeitet. Und Möbel draus baut. Und dementsprechend war auch Wein drin. Also ihr habt noch Reste. Rot eingefärbt komplett. Genau. Ne? Das heißt, wenn ihr jetzt da Wasser reinfüllt und Pflanzen reinsetzt, gehen wahrscheinlich die Pflanzen ein. Die müsst ihr reinigen. Und da haben wir einen Tipp bekommen. Ne? Ja, die ersaufen wortwörtlich. Haben wir einen Tipp bekommen. Ihr solltet das... Ja, mit Natronlauge hatte er mir den Tipp gegeben. Einfach ein Reiben mit Natronlauge mit einer Bürste und am besten mit einem Hochdruckreiniger vielleicht. Oder es geht auch mit Wasser normal einweichen lassen und dann nochmal ausgießen. Und ausgießen. Dann also es ist ganz, ganz wichtig, dass das Weinfass wirklich dann sauber ist. Also mit dem Hochdruckreiniger habt ihr wirklich das beste Ergebnis. Plus Natronlauge seid ihr auf der sicheren Aber Seite. Aber wenn man das nicht hat, ist es nicht so schlimm. Dann nehmt ihr einfach eine Drahtbürste. Geht genauso gut. Mhm. Übrigens, ihr könnt auch die Weinfässer oder andere Gefäße bekommt ihr beispielsweise online oder in jeden guten Baumarkt. Ne? Haben wir uns auch vorweg erkundigt. Nur uns waren die immer so ein bisschen zu klein. Ein kleiner Tipp noch nebenbei, wenn ihr jetzt den Mini-Teich für die Terrasse, für den Balkon haben wollt. Mhm. Mit der Gießkanne immer nach A nach B schleppen im Badezimmer, ist ja mühselig, viel Tropfen gehen daneben. Und da gibt es ein tolles System, also haben wir gefunden. Du meinst das von Gardena? Richtig, so ein Adapterteil kostet 8-9 Euro, steckt ihr direkt auf den Wasseranschluss auf und dann könnt ihr je nachdem euren Gartenschlauch ranstecken. Wir haben beispielsweise einen Flexischlauch, der ist 10 Meter in eingefahrenen Zustand und ausgefahren 30. Mhm. Richtig tolles Teil. Ganz super. Mit einer Kunststofftasche. Ne? Also, ich bin ganz begeistert von diesem Teil, auch egal was in der Wohnung, auf der Terrasse zum Blumengießen. Also, richtig. Es ist echt super easy und es macht es so viel leichter. Man muss dieses Gießkannen schleppen nicht mehr tun und überall und ist die wirklich Wohnung tropfen mit Wasser. Ja, das ist halt immer total, also ein kleiner Tipp am Rande. Ne? Ja. So, dann haben wir unser Weinfass und dann können wir eigentlich auch loslegen. Ne? So kompliziert ist das gar nicht. Nein, eigentlich gar nicht. Also der Teich hat schon mal gute Dienste geleistet, ne? Gute Zutaten geliefert. Denn, wisst ihr, was hier drin ist? Und du weißt es, ne? Natürlich weiß ich das. Minze. Wasserminze. Genau, die haben wir nämlich, oder die züchten wir hier im Mini-Teich an. Aber dazu kommen wir später nochmal. Ja. Jetzt geht's los mit der Platzierung. Genau, was brauchen wir als erstes? Als erstes braucht ihr natürlich, dass ihr euch überlegt, wo ihr das Pflanzgefäß oder das Teichgefäß platzieren möchtet. Wir würden euch raten, nehmt einen nicht zu sonnigen Platz, einfach durch die Algenbildung und das Wasser steht und die Pflanzen verbrennen und keine Ahnung. Also halt so Halbschatten wäre halt am besten. Am besten, ja, für so einen kleinen Teich. Genau, und dann guckt ihr euch die Ecke aus, wo das hin soll und dann würde ich darauf achten, dass ihr das Gefäß nicht direkt auf den Boden stellt, sondern dass ein wenig Luftzirkulation möglich ist, dass es eben einfach nicht durchgammelt oder beispielsweise jetzt bei dieser Holzterrasse, wenn und ihr dann das noch Holz dealen, ne? Wenn ihr das beispielsweise jetzt im Frühjahr bzw. im Winter wegstellen wollt, dann habt ihr nachher hässliche Ringe, ne? Das muss ja nicht sein. Weil dieser Mini-Teich, der ist auf jeden Fall nicht für den Winter geeignet. Der ist da einfach zu niedrig, die Wasserhöhe. Der friert euch das weg einfach. Genau, da müsst ihr darauf achten, dass ihr das Ganze auch dann wieder wegstellen könnt. Mhm. Du hast vorhin erzählt, man könnte auch wunderbar ein Rollbrett runtersetzen. Ja, genau. Das wollten wir auch machen, irgendwie. Haben wir was vergessen? Habe ich verschlafen, das zu besorgen. Wir haben jetzt, damit wir auf die Höhe kommen, haben wir 3 Backsteine runtergepackt. Und wichtig ist, dass ihr das Ganze auch mit der Wasserwaage in Lot hält. Ne? Ansonsten schwappt euch das Wasser zur einen Seite über oder auch. Ne? Das wäre nicht so schön. Ist ja auch logisch. Und dann können wir auch schon loslegen mit den Bepflanzen. Dann geht's los, genau.
die Materialliste, bevor ihr natürlich anfangen wollt, denkt daran, Pflanzen, ganz klar, eurer Wahl. Teicherde benötigt ihr, Kies, Pflanzkörbe, damit ihr die gut anordnen könnt. Genau. Und was halt dann wichtig ist für diesen Sauerstoffkreislauf oder Zirkulation, eine kleine Pumpe. Richtig. Die könnt ihr euch online bestellen, das verlinken wir natürlich auch unten im Video. Pflanzkörbe aus dem Grund, dass die Pflanzen nicht unkontrolliert in den kleinen Gefäß oder sagen wir jetzt in den Weinfass wachsen. Sonst ist es ganz schnell zugewachsen. Naja, auch wegen der Erde und wegen dem Kies, dass es einfach gut gehalten ist und einfach man die auch zum Beispiel für den Winter gut rausnehmen kann, in den Keller stellen und ja, zum Überwintern dann. Ne? Pflanzkörbe gibt es in unterschiedlichen Größen und Formen. Es gibt so schöne Halbrunde, die passen ideal in so ein Weinfass hinein. Ja. Es gibt auch quadratische, die haben wir aber am meisten benutzt. Mhm. Die sind aus Kunststoff, die könnt ihr auch mit einer Schere problemlos schneiden, wenn ihr das möchtet. Und dann geht es auch schon los mit dem Bepflanzen. Du, ganz einfach. Ja, ne? Es gibt halt Zonen, also verschiedene Zonen. Bei dem Weinfass ist es jetzt so, dass die Tiefe vom Wasser natürlich nicht ausreichend genug ist. Ich würde sagen, man kriegt zwei Zonen hin. Zone 1 und Zone 2, das war's. Und im Baumarkt bekommt ihr aber Pflanzen bis zu 4 Zonen teilweise. Und da müsst ihr mal gucken, also die sind recht unproblematisch, wie ich finde, weil wir haben jetzt schon 2 Teiche angelegt und egal wie, es kommt eigentlich gut. Also bis jetzt ist noch die keine, Zonen sind okay. Bis jetzt ist noch keine Pflanze eingegangen. Und bei den Bepflanzen, wie geht ihr da vor? Also ihr müsst einfach Kies reinstreuen oder erst Erde. Ne? Das hast du ja gemacht. Dann die Teicherde rein und natürlich wie beim Pflanzen. Teicherde rein, dann entsprechend, dass die Pflanze euch positionieren, wie ihr sie hinhaben wollt, auch vom Wachstum her. Guckt da immer ein bisschen auf die Schilder. Da steht auch dieses Höhenwachstum drauf. Ja. Danach habe ich es ausgerichtet. Und die Pflanzen rein, dann nochmal ein bisschen Teicherde drauf, dass die schön Nährstoffe bekommen. Mhm. Und dann reicht auch, den Rest mit Kies aufzuschütten. Ist eigentlich genug. Genau. Und damit die Erde festgehalten wird. Richtig, damit die Erde nicht nach oben schwimmt, habt ihr nachher eine schöne Deckschicht Kies. Ihr könnt aber auch, eigentlich ist... Sieht auch schön aus. Genug Nährstoffe drin, ne? Man bräuchte eigentlich auch gar keine Teicherde, haben wir uns gelesen. Doch, so ein bisschen schon. Ein bisschen schon wegen Nährstoffen. Aber doch, um den Pflanzen was Gutes zu tun schon. Ja? Würde ich, ja. Also würde es nicht ausreichen, nur mit Kies aufzufüllen? Nur um Pflanzen, nee. Also weil man kauft ja, das ist ja wie bei Blumen, man muss eigentlich immer größer und umpflanzen oder größer pflanzen. Das ist ja nur gezüchtet, relativ klein und auf minimalste Bedürfnisse, bis man sie halt kauft. Und ich würde schon empfehlen, mit Teicherde und dann eben den Rest mit Kies aufzufüllen. Okay. Schöne Deko, ne? Schöne Dekogläser. Ja, Deko, ne? Ja, also sogar richtig nachhaltig mit Holzstrohhalm. Richtig cool. Und Bambus ist das, ne? Ich war gleich verliebt, als ich die gesehen habe. Mein Lieblingsdekoladen, ich darf es nicht sagen. Aber eine Frage an euch. Ist Bambus Holz oder nicht? Ist ein Gehölz. Zuschauerfrage. So, wir kommen zur Deko. Erzähl mal. Treibholz? Mein Lieblingsthema. Bevor ihr natürlich die Pflanzen da komplett reinstellt und alles vollstellt oder Wasser drauf gibt, wenn ihr euch so wie wir für Treibholz entscheidet und so einen wirklich schweren großen Stamm habt, wir haben natürlich vorher den angeschraubt und auch ein wenig angepasst mit einer kleinen Flexisäge und dass das schön in die Rundung reingeht und haben das von hinten angeschraubt. Genau. Und ihr braucht keine Angst haben, so ein Weinfass in der Regel, wenn es jetzt 1-2 Wochen steht oder über Jahre, zieht sich ja Holz zusammen. Und wenn jetzt wieder Wasser ins Spiel kommt, dann ist es vielleicht undicht an der einen oder anderen Stelle. Und weitet. Aber das Holz saugt sich ja mit Wasser voll und dehnt sich wieder. Naja, ist und, auch ein Weinfass, und dann ne? wird es also auch wieder dicht. Ne? Also braucht ihr keine Angst haben. Muss doch dicht sein. Ja. Treibholz und Weinfass, also ich weiß nicht, wo das undicht sein soll. Super. Wir haben uns, genau, also hier in dem Fall haben wir uns für diesen Treibholzstamm entschieden. Was auch geht für den anderen Teich, fand ich ganz witzig, Bambus-Rohr im Prinzip. Und das ist eigentlich auch eine schöne Idee. Aber da sind natürlich gibt es keine Grenzen in eurer Fantasie. Ihr könnt auch Steine hochstapeln. Haben wir auch gemacht, Steine hochgestapelt, Bruchsteine selbst gesammelt. Oder aus dem Baumarkt bekommt ihr Quadratmeter, liegt bei 20 Euro, ganz flache Bruchsteine. Die sind auch super hilfreich, um eure Pflanzenzonen in verschiedene Höhen zu positionieren. Genau.
Ihr könnt auch Feldsteine nehmen vom Bauern, vom Meer, also so wie ihr möchtet. Ne? Die Kreativität ist da keine Grenzen gesetzt. Richtig. Aber die flachen Bruchsteine, da gebe ich dir recht, die sind super für die zwei Zonen, die wir in dem Weinfass hinkriegen, das tatsächlich nochmal auszurichten. Ne? Genau. Das schön den Bruchstein unten drunter und dann kommt der Pflanzkorb ein Stück höher. Oder und tiefer. Schon habt ihr Zone 1 platziert, und dann ist platziert. Genau. Und das Wichtigste, ich weiß gar nicht, ob wir das gerade erwähnt hatten, wir brauchen eine Pumpe. Damit das Wasser in Bewegung ist. Wenn das Wasser nicht in Bewegung ist, dann fängt das Wasser an zu modern, zu stinken. Steht halt ein stehendes Gewässer, ihr wisst es selber, ist nicht so gut für alles. Und Pumpe, von daher, ganz einfach, ich weiß es nicht, liegt beim 10er, 15 Euro, also 10 bis 15 Euro, ist eine kleine Pumpe mit einem Stück Schlauch vom halben Meter. Richtig. 230 Volt Anschluss, zack in die Steckdose und ist fertig. Super. Also sie ist wirklich toll und sie arbeitet auch wirklich zuverlässig, muss ich sagen. Und man kann auch nochmal regulieren den Druck vom Wasser, also den Wasserdruck nochmal regulieren, wie doll das rausläuft oder nicht. Ja, ne? Und wenn ihr denn alles positioniert habt, dann kann man quasi... Dann kann man Wassermarsch, Wassermarsch. Und dann die Bruchsteine anordnen. Genau. Könnt ihr eigentlich mit Wasser machen, ohne so wie ihr möchtet. Ja. So, ich muss mich jetzt hier ein bisschen reinquetschen für das Schlusswort. Ist alles positioniert, es sitzt alles. Wir haben, oder kommen wir darauf zu sprechen, du hast eine Nutzpflanze eingepflanzt, ne? Richtig, das könnt ihr natürlich auch machen. Also zu der ganzen Blütenvielfalt, die es natürlich alles möglich macht gibt es natürlich auch Nutzpflanzen. Und hier ist so eine coole Wasserminze und das fand ich total toll. Und es macht es gleich nochmal irgendwie alles sympathischer. Und Seerosam auch platziert, die macht sich ziemlich gut, die ist jetzt ungefähr 2 Wochen drin, ne? Und die, die sprießt förmlich und ich bin auch gespannt, was da nachher für eine tolle Blüte entsteht. Übrigens findet ihr uns auch auf Instagram und da posten wir mal regelmäßig in den Storys so kleine Updates und wenn sich da jetzt eine Blüte entwickeln sollte, dann werdet ihr das auf jeden Fall sehen. So ein kleiner Mini-Teich. Da sind ja auch Kaulquappen jetzt nicht, aber ich sehe jetzt hier ganz viele kleine Wasserflöhe und Stechmücken, haben wir auch schon gesehen. Für diejenigen, die das nicht haben wollen, es gibt ein Stechmückenfrei, das ist eine Tablette, die könnt ihr reinsetzen. Genau. Und damit habt ihr dann keine lästigen Stechmücken auf dem Balkon oder auf der Terrasse. Aber wir haben uns jetzt dagegen entschieden, wie gesagt. Wegen der Wasserminze, das ist biologisch, es gibt es in Tropfenform, in Tablettenform, ist alles möglich. Aber ich wollte es erstmal so probieren, sagen wir es mal einfach so. So, wir hoffen, euch hat das Ganze natürlich gefallen. Lasst uns einen Daumen da. Wie gesagt, gerne Fragen in die Kommentare. Wir bemühen uns, das zu beantworten. Und ansonsten wünschen wir euch viel Spaß und Erfolg, wenn ihr das nachmacht. Ne? Genau, und wir werden jetzt nochmal den Regler der Pumpe ein bisschen runterschrauben, weil der spritzt uns hier voll. Ja, viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao.